Freunde, wir haben für unseren kleinen Speedy hier ein neues Spielzeug gesucht. Der ist nämlich ganz schön aufgeweckt und sucht immer irgendwas. Der klaut alle möglichen Teile, versucht immer irgendwas zu fangen. Und da habe ich im Fernsehen irgendwo bei der Werbung mal gesehen, da gibt es so einen Zappelfisch und eine Kugel, wo er hinterher rennen kann. Ist aber natürlich alles ein bisschen preisintensiv. Ich glaube, die kosten dann 39 Euro oder sowas, also fast 40 Euro in so ein Teil. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ob es das nicht irgendwo preiswerter gibt. Natürlich gibt es das preiswerter. Ich habe da einen Shop gefunden, da kriegt man diese Teile für, ich glaube, weniger als die Hälfte, 14 Euro. Das ist bedeutend weniger als die Hälfte. Und da habe ich mir dann gleich den Ball und natürlich auch Flippity Fisch, so heißt der Teil da in der Werbung immer, Flippity Fisch bestellt. Für den Ball, da gibt es verschiedene Bezüge, kann man in verschiedenen Farben machen, also du kannst zwischendurch mal waschen. Ich habe mir jetzt gedacht, für unseren Speedy, weil ein kleiner Junge ist, ein blauer. Und da muss man erstmal eine Batterie reinmachen, dann hat man hier so ein, wo steht denn das jetzt hier, Open und Close. Hier ist Open und Close, also aufdrehen. Oh, muss man erstmal die richtige Hand wieder nehmen. Da muss man hier eine Batterie einsetzen, das habe ich jetzt schon gemacht. Muss man hier aufschrauben und da eine Batterie reinsetzen und dann wieder zumachen. Zumachen. Und dann ist hier so ein Knopf, den man immer an- und ausmachen kann und dann bewegt sich das Teil und rollert dann durch die Gegend. Jetzt mache ich erstmal ein neues Zeug hier drum in Blau. Das so pink machen können. Ja, ist aber ein kleiner Junge, wir machen das Blau. Und dann kann man den Knopf hier immer drücken. Da passt aber auf, ja, dass der die richtige Farbe bekommt. Jetzt muss man sich bloß merken, wo der Knopf ist. Suchst du suchst jedes Mal den Knopf. Ah, mittig. Hier ist der Knopf. Und dann rollert das Ding durch die Gegend. Das müssen wir jetzt natürlich, der darf jetzt hier nicht auf dem Tisch rumspringen. Das machen wir unten. So, dann haben wir ja hier noch Flippity Fisch, da ist auch wieder so ein Innenleben drin. Ist eigentlich für Katzen, aber ich habe mir gedacht, wenn das Ding zappelt, dann rennt mein Hund da auch hinterher und will versuchen, das Teil hier zu killen. Da ist dann hier so ein Anschluss für so ein USB-Kabel. Müssen wir jetzt erstmal laden. Also das ist ein bisschen geladen, aber wir müssen das zwischenzeitlich trotzdem mal machen. Dann ist hier der An- und Ausschalter und dann wackelt der halt mit dem Schwanz. Jetzt muss ich den erstmal laden und dann zeigen wir euch, ob er damit spielt und wie er damit spielt. So ihr Lieben, wir haben jetzt versucht einzufangen, wie unsere beiden mit den Spielzeugen spielen. Das ist gar nicht so einfach, ich musste undercover gehen. Ihr seht da ein paar Stellen, zeigen wir euch, wie er mit gespielt hat. Der Kleine, der findet den Fisch toll. Die Große spielt ab und zu mal mit dem Ball. Er rennt aber auch den Ball hinterher, wenn der sich bewegt. Aber eigentlich ist interessant der Fisch, weil der immer, wenn er dran vorbeigeht, zappelt. Der Fisch war eine super Investition. Also probiert's aus vielleicht, ob das eure Hunde mögen. Wir haben ein schönes Spielzeug gefunden. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer das Neueste und Schönste. Und wir verraten euch auch, wo es das gibt. Kopf.